Hallöchen und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr auch kein Video mehr von mir verpassen. Ich möchte euch heute die Ungeheuerlichen, das Böse ist auf deiner Seite von Paul Durham vorstellen und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Die Ungeheuerlichen ist ein neuer Fantasy-Roman aus dem Dragonfly Verlag, die auch schon Kristallblau rausgebracht haben. Auch ein sehr schönes Buch, das ich nur empfehlen kann. Und ich habe auch schon eine Buchvorstellung davon gemacht, die ich euch gerne in der Beschreibung und auch in der Info einmal verlinken werde. Ich finde sowieso, dass, also meiner Meinung nach, bringt der Dragonfly Verlag wirklich schöne, interessante Fantasy rein oder Fantasy-Bücher heraus. Und ja, die Ungeheuerlichen ist jetzt eher etwas für Jüngere, also es ist ab 11 Jahren. Aber ich finde, dass vom Schreibstil her und von der Handlung ist auch durchaus was für Erwachsene ist. Und also denn in dieser Story geht es um Riley. Ich glaube, sie war 13 Jahre alt und sie lebt mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester in einem Dorf, das von dem Grafen Longchance beherrscht wird. Früher, als Riley noch nicht geboren wurde, da haben dieses Dorf Monsterheim gesucht, die sogenannten Nobolde. Und ja, sie haben die Dorfbewohner terrorisiert, es sind Tiere verschwunden oder auch Menschen und wurden getötet. Und damals haben die Ungeheuerlichen diese Kreaturen, also die Nobolde, getötet und vertrieben. Vor 10 Jahren, als Riley noch klein war, hat der Graf die Ungeheuerlichen aber verbannt, weil sie Verbrecher sind und sie dürfen bis heute nicht mehr zurück in das Dorf kommen. Deswegen kennt Riley auch nur Legenden und Gerüchte über die Nobolde und die Ungeheuerlichen. Doch eines Tages regt sich wieder etwas Furchtbares, denn die Monster sind zurück und nur die Ungeheuerlichen können sie besiegen. Wir begleiten hier das 13-jährige Mädchen namens Riley auf ein großes Abenteuer. Sie ist ein sympathischer Charakter mit einem eigensinnigen Kopf, was sie oftmals in Schwierigkeiten geraten lässt. Doch glücklicherweise hat sie eine tolle Familie und auch treue Freunde. Es ist in der dritten Person geschrieben und wir begleiten hier die ganze Zeit Riley. Es ist mit dem leichten Schreibstil und vom Storyverlauf her geht es schon in die Kinderbuchrichtung. Trotzdem haben mir die Charaktere und der Storyverlauf sehr gefallen. Also ich kann dieses Buch unabhängig vom Alter eigentlich jedem empfehlen. Ich fand die Story spannend und überraschend. Mit den schönen Beschreibungen konnte ich in die Handlung eintauchen und dem Verlauf gut folgen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Roman zu lesen und ich war auch echt sehr schnell damit durch. Also ich glaube, ich habe nur 2 Tage für das Buch gebraucht und deswegen würde ich auf jeden Fall diesem Fantasy-Roman 4 von 5 Sternen geben. Aber ihr könnt mir ja vielleicht mal erzählen, welches Buch ihr am schnellsten durchgelesen hattet. Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Vielen Dank auch heute wieder fürs Zuschauen. Eure Rena. Tschüss.